Moin Moin, herzlich willkommen wieder einmal hier auf meinem Channel. Der eine oder andere hat sich ein Spind-Video von mir gewünscht. Und ich werde es euch zeigen bzw. präsentieren. Denkt bitte dran, ich habe nicht alles. Aktuell spiele ich erst seit knapp über einem Jahr. Und es wird sicherlich nicht allzu viel dabei sein, was ihr gerne sehen möchtet. Hat sich natürlich ein bisschen was angesammelt. Was mich halt nur interessiert, sind die Skins. Das ist auch schon so gut wie alles. Der Rest ist alles so ein bisschen Nebensache. Wir können uns trotzdem mal gerne angucken, was Backblings, Spitzhacken, Kondensstreifen und die Hängegleiter so machen. Genau. Autos habe ich auch nicht viel. Aber wie gesagt, wir gehen mal kurz rein. Wir gucken uns mal den ganzen Spind an. Also wie gesagt, ich kaufe mir nicht jeden Skin. Das sage ich gleich. Ich kaufe mir halt nur die Skins, die interessant sind, die gut aussehen. Es sind viele Skins dabei, die würde ich jetzt aktuell nicht mehr spielen, ganz ehrlich. Aber gut, okay, wir gehen mal kurz rein, wir gucken uns das mal an. Harley Quinn, Solid Snake, ne, das meiste ist aber soweit alles bekannt. Emma Frost, Doom, Deadpool, Captain Jones, Inferno. Ja, Inferno finde ich... sieht auf jeden Fall sehr gut aus, besser als der Oldschool-Skin. Loser Flute finde ich sehr ganz, sehr nice, muss ich sagen. Harley Quinn, Solid Snake kann man ab und zu mal spielen. Deadpool ist ein bisschen auffällig natürlich auf der Fortnite-Map. Auch Captain Jones von der Farbe her kann man gut spielen. So, Iron Mark, Mysterio und Shuri, alias Black Panther, Chewbacca, Ahsoka, Poseidon, War Machine, Spider-Man 2099, Miles, kann man auch ab und zu mal spielen. So, Kylo Ren, bisschen Avatare, beziehungsweise zweilos, abstrakt, ist spielbar. Wie gesagt, ich mag dieses ganze Kunterbunte, mag ich eigentlich nicht an den Skins, gefällt mir irgendwie nicht persönlich. So, Astra, ganz nice eigentlich. Hera, Ares. Aphrodite sieht eigentlich sehr nice aus. Aura. Barfußermittlerin, weiterhin spielbar. Sorry. Berserker, der Boxer. Bushranger, gibt es auch 4 Ausführungen davon. 5, sogar 5 Jahreszeiten natürlich, so ein bisschen, ne? Wo es eigentlich nur 4 sind. Na gut, okay. Wir gucken mal weiter. Maradeurin kann man spielen. Farbagentin. Extro. Boxine. Fröhliche Verfechterin. Weihnachtszeit kommt ja wieder. Freue ich mich wieder, kann man den Skin wieder schön ausrüsten. Auch diese Dame sieht eigentlich ganz, ganz nice aus. Ja, sieht gut aus. So. Gestreifte Generälin. Gold Trooper. Auch ein Muss, finde ich, für den eigenen Spind. Halloween kommt ja auch wieder. 31. nächsten Monat. So, hier haben wir Hope. Hayes. Hades. Saurus, Glühweinagenda kann man auch spielen, gilt als männlichen Skin, ist auf jeden Fall machbar, genau. Jack, wie gesagt, wir haben hier einiges noch, Jing, John Wick, Jotaro auf jeden Fall auch ein Muss, von den Superhelden, den würde ich nicht spielen, Komet, sieht auch ganz nice aus, aber halt die gelbe Hose, fällt natürlich auf der Fortnite-Map ordentlich auf. So, Talos, den habe ich auch schon seit letztes Jahr. Kampftechnikerin, kann man spielen. Kältekriegerin, auf jeden Fall, finde ich gut. Tarnoutfit, ne, auf jeden Fall. Kara. Laufsteg rein. So, Little Split, Lena. Michael, auf jeden Fall auch ein Muss im Spind zu haben.
Der Lux. May. Ja, May kann man auch machen. Ostern ist erst wieder nächstes Jahr. Muskelstäbchen, Neigöttin, ja, ist auch ganz fresh. Oshka, Optimus. Das war hier mein allererster Skin gewesen. Der Old Dirty Bomber. Ganz souverän eigentlich, muss ich sagen. Nicht ganz so auffällig. Auf jeden Fall so ohne Käppchen. Paar Patrouille kann man spielen. Peter Fettwurst. Piper. Sind wir auch schon gleich durch. Ich gucke gleich mal, wie wir insgesamt haben. Lexa Ruby, auf jeden Fall ein Muss. Der Checker, den kann man auch spielen. Spielmacherin, Deutschland Trikot, auf jeden Fall Daumen nach oben. So, Throwback gehört zum Old Dirty Bomber, gab es damals auch als Paket. Sid habe ich mir vor kurzem erst gegönnt, ne, auch in vier Outfits oder drei sogar, nicht vier, na, okay. Mit Kapuze ab, deswegen, ja. So, Stroma, Strategin, wunderbar, Strandbomber. So. Sind wir schon wieder am Ende gekommen. Wutstreiterin. Kann man spielen, auf jeden Fall. Volleyballmeisterin, Zonenverteidigerin. Die kann man halt, die wurde modifiziert von mir. Und auch Langfinger. Der Skin ist weiterhin aktuell nicht verfügbar, sondern ein bisschen komisch. Wie fahren wir jetzt aktuell? 133, genau. Sollte reichen, wie gesagt, alle Skins spiele ich nicht. Wäre schön, wenn wir noch einige zurückgeben könnten, aber viele waren halt auch im Battle Pass drin, seit letztes Jahr, Mai. Ist natürlich schade. So, gucken wir uns mal noch die Backblings an. Hat sich auch einiges getan, aber wie gesagt, das ist nicht meins. Interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Ne? Nur die Skins. Und eine gute Spitzhacke dazu sollte eigentlich auch reichen. Wir gehen trotzdem nochmal durch für den einen oder anderen, falls der das mal gerne mal sehen möchte. Ich werde auch so jetzt erstmal nicht allzu viel dazu sagen. Von Iron Man aus der Marvel-Serie. Muskelmuschel, so. Muckelmuschel, so, okay. Shaorin, ganz witzig eigentlich. Ein paar Umhänge hier. So, ein bisschen Star Wars, das ist die Star Wars-Reihe, so ist es. Wie gesagt, ich scroll mal ein bisschen durch. Aber wie gesagt, ich habe zu den meisten jetzt, habe ich ja schon erklärt gerade, keinen Bezug und ich würde mir auch einen Backling jetzt nicht unbedingt ausrüsten. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle durchgehen soll. Naja, wir gehen mal kurz so ein bisschen durch mit Skateboard hinten dran. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe keinen Bezug. Ihr braucht ja nicht wundern. Ich werde jetzt nicht viel dazu sagen. Geschenklinge, genau. Ja, die meisten habe ich noch nicht mal angeguckt, so wie es aussieht. So, die Hälfte sind wir jetzt schon durch. Okay, Flüge, also manches finde ich wirklich ein bisschen quatschig. Ganz ehrlich. Hacktop. So, Kompass von Jack Sparrow. Kammer des Abgrundes. Kampfuhren. Von den Turtles hier. So, also ist allerhand, muss ich sagen. Lenkrad, ich weiß nicht, wer sich ein Lenkrad hinten ranhält oder ranmacht als Backblink, keine Ahnung. Megalodon-Tank. Mondwappen. Der und der noch halb rausgeguckt hat. So, Würfel, Kuschelbär.
Also manches, also ich weiß nicht, wer macht sich denn so einen Blödsinn hinten dran? Keine Ahnung. So, gleich müssen wir auch durch sein. Die Rose, die goldene Rose. Automat. Ach, naja, gut. Pulverfass. Roter Alarm. Naja, gut. Wie gesagt, meins ist es nicht. Schnitzkürbis, Schlüsselring, Charlie Whip, Schädel des Gekreuzten, Kuchen, 6 Jahre Kuchen, ne? Das war ja letztes Jahr gewesen. Aktuell habe ich mich gewundert, dass Fortnite keine Geburtstagsausgabe irgendwie gemacht hat. Ne? Sonst war ja immer, haben sie eigentlich nichts gemacht. Man musste ein bisschen Kuchen sammeln oder Kuchen einsammeln und so weiter. Das ist jetzt irgendwie nicht passiert. Ich weiß auch nicht warum, zum 7-Jährigen. So, wir sind aber schon durch, vorletzte Reihe. Symbol der Sonne. Wie eine Farbe, also naja, gut. Ah, hier ist die vorletzte Reihe. Pizzakarton. Das meiste kenne ich noch gar nicht. Es hängt auch wieder so eine Luft. Na gut, okay. Die Wu-Tang-Kugel. So, da sind wir erstmal durch. Wir gehen jetzt weiter zu den Spitzhacken. Ist jetzt hier nicht allzu viel. Was haben wir insgesamt? Naja, gut, ist auch wieder 96. Es ist ein bisschen schwierig, alles durchzugehen, muss ich sagen. Wir können es aber trotzdem mal ein bisschen angucken. Vielleicht auch mal ohne Worte dazu. Bei Spitzhacken gibt es halt auch, meiner Meinung nach, nicht ganz so viel Dolles. Manches ist irgendwie unnötig. Den Kuchen dran, Tortenschläger. Naja, gut, okay. Gehen wir trotzdem so ein bisschen durch, ne? Würde ich sagen. So, sorry. Sorry mit Z. Einen Schluck trinken nebenbei und ihr guckt euch das mal in Ruhe an. So, Schneekugelkeule. Könnte man ja wieder zu Weihnachten mal wieder ausrüsten. Sonst ist mir eigentlich egal, was man wirklich in der Hand hat. Beziehungsweise es muss schon gut aussehen. Wie gesagt, meiste ist halt, naja, ich weiß nicht. Bisschen komisch, ne? So, es dauert noch ein bisschen. Bodenschwer, Navi, Machete. Lutscherkrallen, Katzenkrallen, Knochenflügel, Knuddelhammer. Ja, was, ob jetzt irgendwas Seltenes dabei ist, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ne, dafür, dass ich erst seit letztes Jahr im Mai am Start bin. Die heftige Hantel. Der Hunderter. Na gut. Aber sah so aus. Ist ja nur eine Zahl, glaube ich. So. Helles Schlüssel. Hammer und Zange. Klinge. Exekutoren. Doppelhammer. Frostige Furie. Die Axt aus Transformers ist die, okay. Der Erlediger. Ja, kann man machen. Dieser Meister ist halt auch zu groß. Das sieht ein bisschen zu wuchtig alt aus, denn. Blizzard, Bahnschläger. Nein, das, wie gesagt, ist ja auch im Battle Pass mit bei gewesen. Altschwert. Ahsokas Stab. Illusions Klingen. Zur Marvel-Reihe. Spider-Hammer, Vibranium-Speer. So. Katanas, Gwenpools Katana. Und die sind aktuell ausgerüstet von Deadpool. Schild und Spitzer kann man noch spielen, oder das würde ich jetzt spielen. Ansonsten ist mir eigentlich geil. Oh, genau, und der gute Nachtschläger. Genau.
Den finde ich auch. Den, wie gesagt, können wir mal wieder ausrüsten. Ist auch ein Muss, finde ich, im Spind zu haben, wenn man halt schon nicht ganz so viel hat oder nicht auf den ganzen Schnickschnack steht. Da waren wir schon. Wieso bin ich wieder zurück? Okay. So, das war's dann erstmal. Wir gehen mal weiter. Was haben wir noch? Kondensstreifen ist halt auch so ein bisschen unwichtig, bin ich der Meinung. Wir können es ja trotzdem mal kurz durchgehen. So. Also ich habe jetzt aktuell keine Kondensstreifen. Sieht man halt auch ein bisschen mehr, wenn man runterkommt auf die Map. Großes Ding. Was ist das jetzt hier? Ach so. Da kommt das große Ding geflogen. Herzflug, kleine Herzen, süß, süß. Himmelsreißer. Ach so, geht da mit der Krallen. Mit der Krallen durch. Okay. Das ist auch quatschig. So. Juwelen, also manches ist wirklich eigenartig. Also, wenn man so runterkommt, ich weiß nicht, ob man dann noch viel sieht von der Karte überhaupt. Naja, gut. Schienensturz. Wieder Brand. Nitro-Rauch. So, Realitätsfluss. Rage. Ödland-Racer. Von der Avatarin. Splittersturz. Sollte auch schon reichen. Vogeldrohne. Na gut. Verrückter Wedler. Frischer Fall. Und das war's. Wir gehen nochmal zu den. Wie waren wir hier von? Von den 71 haben wir trotzdem schon. Okay. Von den Hängegleiter. Gucken wir rein. Ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen interessanter, glaube ich. Gucken wir uns ein bisschen länger an. Zeitfähiger. Aber auch da stehe ich nicht wirklich auf irgendwelche Sachen. Ist auch einer von den ersten gewesen. Shimmy Surfer habe ich aktuell wieder drin. Ist und bleibt von der Wu-Wei-Ausrüstung von Wu-Tang Clan. So. Dauert ein bisschen, wenn wir hier alles durchgehen. Gleithai, Strandbrise. Sorry. Sumsi. Okay. Schrottschirm. Schakalsegler. Von der Marodeurin. Rebellenschirm. Katzenballon oder Ratzkatzballon. Was ist das Board? Ich warte, aktuell warte ich noch auf ein, zwei Hängegleiter, aber die sind bis jetzt weiter nicht reingekommen. Ansonsten brauche ich das eigentlich gar nicht. Nehme, wie gesagt, immer den gleichen, den Shimmy Surfer. Genau. So, Peter Fettwurst, der Peter Kopf war. Boah. Ödlandkarre. Na gut. Die Qualle. Kreisleger, Luftsegler. So, was haben wir noch? Okay, harte Streitwagen. Jack Sparrow kommt hier noch. Ich sehe gleich. Genau. Gleithai. Mondsichel. Frost. So, wir gucken mal, ob noch was Schönes mit bei ist für den einen oder anderen. So, Eis. Bechergleiter. Naja, gut, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Also, was manches ist wirklich quatschig.
Was ich noch gespielt habe, Fitnessflieger hier, der ist vielleicht ganz, ganz witzig. Ansonsten habe ich noch zu Star Wars Season den TIE Fighter, den TIE Fighter gespielt. Kommt aber noch. Ja, die habe ich auch noch nicht gespielt. Ich habe so viele Hängeleiter nicht gespielt. Hier ist der T-Fighter. Fetten Zaun, wenn man runter geht auf die Karte auf jeden Fall. Bananengleiter, Upper und Bananengleiter. Los kommen die Marvel. Die Marvel-Hängegleiter. Magnettreppe, die finde ich auf jeden Fall sehr gut. Muss man ein bisschen darauf achten, wenn man runtergeht, dass man nicht so viel direkt davon sieht, beziehungsweise weil die Sicht so ein bisschen behindert. Captain, Drohne, Slider. Flügel eines Königs, na gut. Doomschirm und die Doomfaust. So, haben wir noch irgendwas? Konnenstreifen. Hier ist erstmal nichts weiter. Emotes. Ich weiß nicht, ob wir die ganzen Emotes jetzt noch durchgehen sollten. Doch ein bisschen schwierig. Ich überlege gerade, wie wir es machen. Wenn wir erstmal die ganzen Emotes durchgehen, das ist, glaube ich, sehr, sehr viel, ne? Können wir ein bisschen angucken, die Emotes. Genau. Wir gehen einfach durch. So, wie gesagt, wir gucken uns jetzt nur die Emotes an, ne, die Lackierung, die seht ihr, beziehungsweise die Wandlackierungen, die Spraymotive. Jawohl, back to the 90s. Sehr gut. Macht den Gritty. Naja, ist witzig. Naja, kennt sicherlich auch der eine Synchrony-Mode. Socks, auf jeden Fall sehr gut. Guter Beat auf jeden Fall. Lady Gaga, Rain on Me. Bananenschalen. Weg damit. Jawohl. So, was haben wir noch Schönes? Na gut, kennt man alles. Feuerwerksklave. Salve. Sehr gut. So, Spellmotive. Das ist das letzten Jahr noch. Gwen Step. Kürbis, genau, grüner Kobold. Unfassbar. ATA Junior, ganz witzig eigentlich. Sehsignal. Das ist der Weg. So ist es. Möge die Macht mit dir sein. Abfeiern. Genau, AFK. Schöne Fahrstuhlmusik. Hier ist ganz wild. Ja, yeah, das Gesicht noch dazu. Na gut. Avatar. Aufladung der Vorhut. So, Bärenumarmung, soweit bekannt.
dauert ja noch ewig, bis wir alles durchgehen. Die Brut aus dem Weltraum. So witzig. So, Mysterium. Jawohl. Das kennt ihr der eine oder andere hier. Ist ja nichts Besonderes. Diamantthron. Davis Orgel. Daumen runter. So. Düsener Depp. Signal. Durch die Hecke. Der Decke. So, Eiersuche gibt es erst nächstes Jahr wieder. Der Einhändige. War ich soweit bekannt. Feuershow. Na gut. Fernglas, ganz witzig. Vielleicht die Nässe. Genau. Jawohl. Gute Laune gegangen. Jawohl. So, die Heldenanalyse. Hüftcheck. Genau. Knochenlos. Komm doch. Ja, aus die Bullets. Crown-Siege. Oh! 30! Doch schon 30 geworden? Na gut. Kulleraugen. Beifall. Langschiff Junior. Hier haben wir noch wieder Michael Myers. So, was haben wir noch Schönes? Macht dich locker, auch ganz witzig eigentlich. Ice Cream. So. Also auch bekannt, ne, hier, Copyright-Musik, müssen aufpassen hier. Ninja-Stellung, hier auch das gleiche, nichts Besonderes. Ödland Rock, das ist alles aus dem Battle Pass. Okay. Ja, so sieht es aktuell auch bei uns draußen aus. Es regnet, ne, der Herbst ist langsam in den Anmarsch. Eine schöne Sommerzeit. Wird langsam, genau, ein bisschen Hacky-Sack, also aus meiner Jugend noch, haben auch auf dem Pausenhof damit gespielt, ein paar Tricks gemacht. So, Protein-Snack, genau, es wird langsam wieder Zeit, brauche ich. So ist es. Rückblick, Rage Out, könnte man wirklich machen, wenn man Fortnite spielt, ne, des Öfteren. Einfach mal den Controller wegschmeißen, aber das kostet alles Geld, leider. So, witzig von Jack Sparrow. Ist weit bekannt. Telekinese. Popcorn-Eimer. Schattenbüchse. Schattenfrosch. Scheinschere Papier. So, das ist auch einer von den ersten, den ich hatte damals, im letzten Jahr. Der Seestock. Die Liebesschaukel. Wer kennt sie nicht? Von zu Hause. Die liebe Schaukel von zu Hause. So, wir gehen dann weiter. Setz dich doch. Snackpause. Genau, da kann man die Tage erst neu mit rein. Alles daneben. Fertig. Fortsetzen. Na gut. Sonniges Schlendern. Auch ganz witzig. Verbeugung. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der beste YouTuber im ganzen Land? Der Impact Games. Ah, Peter Fettwurst. Jawohl. Aber wieder den Junior. Turtle Van. Kokosnatt. Ah, bloß nicht so viel davon trinken. Auch ganz witzig. Töff, töff. Der Unendliche. Ne? Der niemals Ende, unendliche Depp. Deppt ab. Mm, 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 mm.
So, verdienter Sieg, kann man auf jeden Fall mal zeigen. Doppel-L. Ja, Zeit ist vorbei, leider. So, wahre Liebe an euch nach Hause. Genau. Und Reverse Slam Dunk. Jawohl. Das ist ganz witzig hier. Ganz niedlich. Ja, Wu-Tang Forever. Cream, get the money. Dana, dala, billion. So, dann sind wir auch gleich schon wieder am Ziel. Der Wirbler ist noch hier. Halloween kommt nächsten Monat. Und dann war es das auch erstmal. Was haben wir noch eigentlich? Emotes, Lackierungen. Dieser Lackierung habe ich jetzt nur die ausgerüstet. Ich glaube, es ist auch nicht so interessant, die Lackierung. Ich würde sagen, die überspringen wir einfach mal. Die Lackierung von Wu-Tang lasse ich weiterhin drauf. Lobby-Musik ist auch noch einiges geworden, aber wie gesagt, wegen Copyright. Wir können uns gerne noch mal kurz die Ladebildschirme angucken. Da sind auch schon einige dazugekommen. Haben sich mal alle angeguckt. Machen wir mal diesmal ohne Worte. Sonst zieht sich das Video wirklich in der Länge. Emma Frost. Genau, immer kurz durch. Bisschen hinter, ein bisschen Background Music laufen und dann. Avengers sammeln. Wie gesagt, ich bin weiterhin ein Freund von Ladebildschirmen. Sie hätten so eigentlich mal eine eigene Rubrik davon rausbringen können, wo man sich Ladebildschirme kaufen könnte für, weiß ich nicht, 200 V-Bucks ungefähr. 100, 200 V-Bucks würde auch reichen. Dass man immer ein bisschen wieder was zum Sehen hat. Wie gesagt, Auge guckt ja mit. Letzte Chance, auch schon ein bisschen, ein paar Monate her, die Season. Genau, 4-4. Jetzt habe ich gar nicht unten reingeguckt, was jetzt das älteste von den Ladebildschirmen ist. Ich denke mal so 4-3 müsste es gewesen sein, ne? 4-3. Ladebildschirm ist 3-3. Okay. OG Heimkehr. Hier Ladebildschirm von 4 Season 3. Ich bin der Meinung, da habe ich angefangen. War nicht ganz witzig mit den Dinos und ja, war eigentlich ganz witzig, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht, auch der Dschungel. Der Dschungel war auch ganz schön anzusehen. Natürlich konnte man sich auch nicht verstecken, ne? Im Sumpfland und an den riesigen Blättern und so weiter. War auf jeden Fall, hat mich damals gefreut, da zu zocken. War ein bisschen kleiner gewesen, aber die Map, ne? Man konnte schnell von East to West einfach mal rüber. Natürlich der Nachteil gewesen, dass man wirklich in ein paar Sekunden schon drüben war. So, dann sind wir schon in die vorletzte Reihe wieder. So, das ist vom Wu-Tang Style. Sehr gut. So, haben wir noch irgendwas vergessen? Wie gesagt, Lobbymusik geht nicht. Die Banners. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die ganzen Banners noch durchgehen sollte. Tja. Ist auch so unwichtig. Ich habe da bloß dieses Wu-Tang drauf. Mehr habe ich auch nicht. Slap. Ah, ist einiges zusammengekommen. Nach über einem Jahr jetzt. Bis jetzt.
Ja, gut, okay. Autos habe ich den Lambo nur. Ich überlege noch, ob ich mir den McLaren hole. Den Scorpion. So, und ansonsten den SUV habe ich mir noch gegönnt vor kurzem erst. Ich sage, man braucht ja nicht alles. Cybertruck ist langweilig. Instrumente, ja, ich weiß nicht. Ah, ist nicht so wichtig. Nö. Schlagzeug. Das machen wir weiterhin Jam-Songs. Lego-Kits. Sonst ist eigentlich nichts weiter. Gut, okay, wir sind jetzt durch erstmal. 35 Minuten für einen Spind. Sollte auch erstmal so weit reichen. Genau. Ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen gut gefallen. Ich habe es gesagt, ich kaufe mir nicht jeden Skin, weil es nicht jeder Skin nötig ist. Es sind so schon einige wieder mit reingekommen, was man selber teilweise nicht mehr spielt bei 133. Ne? Es gibt so viele Skins, aber naja. Denkt dran, ihr kriegt das Geld auch von Epic Games nicht wieder. Ne? Immer mit Bedenken. Überlegt euch jeden Kauf zweimal. Wenn ihr euch aber dazu entscheidet, euch was zu gönnen, euch was zu leisten, dann würde ich mich freuen, den Creator Code Impact 82 einzugeben. Ne? Und dann würde ich sagen, ich bin erstmal raus. Morgen früh geht es mit dem Item Shop wieder weiter. Das soll es erstmal gewesen sein von meinem Spind. Danke fürs Zusehen. AEW, auf ein Wiedersehen. Ciao for now.